So, herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich. Ja, jetzt macht man einen Schnitt, denn das herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich ist ja gesampelt. Nee, ist doch nicht gesampelt. Folge 279. Ja, nee, wir samplen nicht. Kleiner Spaß am Rande. Könnte man natürlich machen, ne? Man könnte immer den Anfang reinsamplen. Ne? Herzlich willkommen zu Podcast von, herzlich willkommen zu Podcast von, herzlich willkommen zu Podcast von, herzlich willkommen, so in jeder Folge. Ne? Ja. Und dann nur die Zahl einsetzen immer noch. Ne? Herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heinrich Folge 1, herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heinrich Folge 2, herzlich willkommen zu Podcast. Aber das ist ja nicht so. Wir machen das ja hier live, ohne Schnitt. Genau, das nur mal als kleine Einführung aus Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag immer noch, ja? 22:50 Uhr. Ich mache mir gerade meine letzten zwei Baguettes warm, denn ich habe noch ein bisschen Hunger. Ja, was gibt es sonst Neues? Heute erschien das Album von Wolfgang Petri, das neue. Da werde ich bestimmt demnächst mal reinhören. Ja. Aber das nur so nebenbei. Ja, ich habe auch einen Timer wieder gestellt. Ja, Timer stellen ist immer gut. Ja. Ja, es riecht auch schon nach Le Baguette. Ja, das ist das Schöne, dass es danach riecht. So, ich habe jetzt das hier hingestellt, das Diktiergerät, die Mikros zeigen nach oben, würde David sagen. Hat er ja gesagt bei einer Aufnahme. Nach oben. Das war, wo wir mit dem Schur eine Aufnahme gemacht haben. Genau. Das war noch vor Corona. Ja. Diese Zeit gab es. Und es wird eine Zeit nach Corona geben. Ja, davon bin ich überzeugt. Ihr nicht? Nun, Herr Schröder, am Sonntag sind ja Bundestagswahlen. Was meinen Sie, wer wird gewinnen? Also erstens, gewinnen kann nur einer. So, das bin ich. Zweitens, der neue Kanzler hat natürlich einige Herausforderungen. Also speziell, er muss sich natürlich um vieles kümmern, aber auch eigentlich nicht. Denn was macht man so als Politiker? Man kassiert ab. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung nicht. Ja, so ist das nicht. Herr Kohl, Sie sind ja nun seit einiger Zeit tot, aber trotzdem haben wir ja hier noch die sogenannte Jenseitsverbindung. Was meinen Sie, wer wird gewinnen? Die CDU? Oder die SPD? Oder die Grünen? Oder vielleicht gibt es eine Überraschung? Was meinen Sie, Herr Kohl? Also erstens, gewinnen tue ich, weil ich gewinne immer. Nein, das ist so nicht richtig, Helmut. Ich gewinne immer. Jetzt hört doch mal auf, ihr beiden. Das ist ja unerträglich. Ja. Das ist wirklich schlimm. Ja. Ja, wir werden sehen, wer am Sonntag die Wahl gewinnt. Ob es wirklich einen Gewinner gibt oder ob, ja, ob wir vielleicht wieder eine große Koalition kriegen oder wir. Ja, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und kann es natürlich, ja, es kann ja nur einer gewinnen, entweder Laschet, Baerbock oder Scholz. Ja. Also eins von den, einer von den dreien wird es machen. Ja, ist so, ne? Also mehr Möglichkeiten gibt es ja dann nicht, ne? Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn so eine Wahl, wenn es nicht eine Wahl gäbe, sondern es würde sowas wie ein Casting ablaufen, wie bei Deutschland sucht den Superstar, ne?
Und die Politiker würden sozusagen als Casting-Leute da reinkommen und wollen es dann der Jury. Also mit, die, also mit dieser Auffassung können Sie überhaupt nicht Kanzler werden. Sie reden ja wie eine Kuh beim Kacken. Oh, geh doch mal weg da. Flaschen hier. Ich gucke jetzt mal, wie viele Straßen auf dieser Welt habe ich gekauft. Ja, also der Timer ist bei 2 Minuten. Wir kommen langsam der Sache schon näher. Ja, ist gut, du musst jetzt nicht dauernd die Zeit ansagen. Das ist wie bescheuert, oder? Ja, also, wie gesagt, Bundestag. Mann, immer dieses Umkippen. So, ja, das heißt, wenn man so ein Gerät aufstellt. Ne? Ja, ich habe den Timer diesmal auf 14 Minuten gestellt. Mal schauen. Hier ist ein Spielzeug. Zack! Hey, macht nicht so einen Lärm. Das ist verrückt, Kater. Leute schlafen. Wie gesagt, am Sonntag Bundestagswahl, aber wir wollen ja jetzt nicht nur mit Bundestagswahl, wir könnten ja auch eine Bundeswoche oder einen Bundesmonat oder ein Bundesjahr. Ja, ist mir völlig egal. Ja, ja, nein, warum heißt es Bundestag? Wenn auch Bundesjahr oder Bundesmonat oder Bundesjahrtausend oder Bundes... Ach, ja. Ist doch alles... Ja. Möglich. Ja. Mein Kater fürs Trockenfutter, wie ihr hört. Ja, eine schöne Atmosphäre hier. Eine Trockenfutter-Atmosphäre. Nicht wahr, Helge? Wie geht die Wahl aus? Sag du mal was davon zu. Also ganz einfach, ich habe da ein ganz einfaches Rezept. Man stelle ein Katzenklo mitten in den Wahlraum, also in diese Wahlräume, und dann kann man. So, das ist scheiße. Ich erzähle die Geschichte und dann piepst es hier, Scheißdreck. Stopp, Test. Stopp. Ja, Louis, mal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber der Rüdiger, ne, der spricht immer so. Ich kann ihn natürlich nicht so gut nachmachen. Ja, ich habe es auch dann gleich eingesehen. Kein Problem mit dem Nachmachen, lasse ich halt. Ne. Ja, ich mach mal noch ein bisschen, lasse ich es noch laufen hier. Ich gucke jetzt gerade mal, wie, ob das Ding schon durch ist hier und ob wir schon einen, ja, ein bisschen lasse ich es noch drin, glaube ich. Lalalala. Die Uhr tickt, Mann. Können wir ja langsam, das reicht ja nun. So. Die Pizza ist fertig. So. Jetzt stellen wir das Gerät wieder hin. Wir stellen das Gerät wieder hinten, du Arsch. Das war ein Rülpser mit Herz. Oder mit Schmerz. Wie man es nimmt, kann man sich aussuchen. Jetzt nehmen wir uns den Teller hier.
Und jetzt hole ich die Buckets raus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil sie heiß sind. Aber das macht ja nichts. Wir wollen ja auch heiße Baguettes essen und nicht kalte. Ja. Ja, sehr heiß. Aber es ist natürlich möglich, sie zu nehmen. Ich bin ja nicht doof. Wir haben was. Eins haben wir. Zack. Ist schon drauf. Schön. Ja, schön heiß sind sie. So muss ein Baguette sein. Ja, ja, komm her. Gut. Nehmen wir mal das zweite raus. Ja, Katzen. Das braucht ihr nicht, ne? Ihr bekommt euer Essen ganz einfach in einer Dose. Herrchen muss hier heißes Zeugs essen. So. Jetzt haben wir es. Heiß und fettig. Na gut. So. Ja, es ist natürlich jetzt etwas heiß noch, aber dafür gut. So, Ofen muss natürlich zu sein. Ich kann jetzt in Ruhe abkühlen. Ja? Oder was sagst du dazu? Ne, Dicker? Mein Dickerchen? Hm? Ja, er sitzt ja auf der Fensterbank. Ja, ich habe wie gesagt heute mal wieder eine LSP 4 gewählt. Einfach um mal wieder ja, ein anderes Gerät zu nutzen. Automatisch haben wir hier drin bei 1, also die gleiche Einstellung, 320. Ne? Die gleiche Einstellung wie beim DM 770. Ja, klar, das Gerät klingt anders. Ja. Viele finden den DM 770 besser, andere den LSP. Ja, so hat jeder seins. Ne? Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich finde beide Geräte einigermaßen gut. Natürlich, der LSP 4 ist, da kann ich halt mehr machen. Ne? Da kann ich halt auch manuell zur Not aussteuern und mit Limiter arbeiten. Ne? Und das ist natürlich eine Sache. Ne? Aber ich muss sagen, was Sprache angeht, da sind natürlich die Olympus DM Geräte irgendwie besser geeignet, klar. Aber gut, jetzt esse ich erstmal ein schönes Baguette. Sehr lecker. Und du gehst jetzt mal bitte vom, genau, geh auf den Platz, damit ich in Ruhe essen kann. Salami. Heute gab es die besagten Brühnudeln zu essen. Aber als Nachtisch gab es einen Joghurt. Der war ganz lecker. Mhm. Ja.
Lecker, lecker, lecker. Mm. Stille beim Essen. Jetzt habe ich auch vergessen. Jetzt kommt das nächste. Ja, ich habe vorhin ein bisschen geschlafen. Ja, jetzt bin ich ja wieder wach. Und da habe ich halt Hunger gekriegt. Ja, genießt einfach diese Atmosphäre hier. Ein bisschen, das hier ist wieder mal in.
Ja, ganz normaler Podcast ohne großen Inhalt. Muss auch mal sein. Eben Podcast von Sven Heidenreich. Also knusprig sind sie, kann man nicht sagen. Hört ihr ja auch. Knusprige Baguettes. So, alle. Jetzt wird abgewaschen. Das war gut. Spaß heute, aber oh, das Baguette. So, trocken. Ja, trocken, trocken, wieder in die Schublade. So. Ja. So schnell haben wir aufgeräumt wieder. Na, war ja auch bloß ein Teller. War ja nichts mehr. Ja, zum Baguette-Essen braucht man wirklich nur einen Teller. Das war's. Sonst gar nichts. Finde ich gut. Spart man sich jede Menge Abwasch. Zwei Mitteilungen. Podcasts vor vier Minuten. Irgendwasser. Der Podcast 1552. Der Ohrenblicksalner mit Jens Wenzel ist verfügbar. Genau, zwei neue Podcasts sind verfügbar. War gut. So, hört ihr mal, was ich so abonniert habe an Podcasts. Ja. So. Dann wollen wir mal. So, dann werde ich jetzt einfach mal mein Wasser trinken noch. Denn nach dem Essen ist es ja auch wichtig, etwas zu trinken. Richtig. Und ja, das tue ich jetzt einfach. Ich hole eine Wasserflasche raus. Das Boxer. So, die hatte ich noch mitgenommen. Ich hatte noch genug Wasser drin und da habe ich mir gesagt, nimmst du die mit, bringst die zu Hause. Ja, warum
auch nicht. Ja. So, wieder zumachen. So wie es sich gehört. Gerät nehmen. Da haben wir das Gerät. Ist noch gesperrt. Ja, sehr gut. Ja, wenn Sachen gesperrt sind, dann ist es gut. So. Und jetzt, ja, da war gerade mein Kater wieder. Der hat immer so die Eigenschaft, mir vor die Füße zu laufen. Ja, das kann der gut. Glaubt mir. So, Leute von heute. Ja, mal gucken, was morgen so anliegt. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Wird wahrscheinlich ein ganz normaler Tag, wie jeden Tag auch für mich. Aber auf jeden Fall werde ich morgen ausschlafen. Also das habe ich mir vorgenommen. Ausschlafen. Ja. So. Handy auf den Tisch, Festnetz auf den Tisch, Gerät auf den Tisch. Sehr schön. Wasser in die Hand. Jetzt trinke ich erstmal das Wasser. Mit Geschmack. So. Gut. Das war lecker. Was macht meine Katze da? Man weiß es nicht. Blackie, was machst du schon wieder? Hä? Was? Da war alles ist zu. Kannst du das irgendwo? Gut. Ja, wieder mal der LSP4. Ja. So. Und der LSP. Hier nimmt auf. Ja. So, der Rechner läuft. Topfenster? Mhm. Ja, ist doch gut. So, Tastatur wieder anschließen. Machen wir noch glatt. Nicht wahr? Die Tastatur. Die USB-Tastatur. USB. So. Gut, Tastatur ist dran. Meine Tastatur ist dran. La. Nadika? Liegst du auf dem Bett? Lässt es dir gut gehen? Das ist doch schön zu hören. Naja. So. Na, mein Dicker. Ja. Ist schon klar, Dicker. Du willst spielen, ne? Du willst spielen, ja. Spielen willst du. Ja. Ja. Ich weiß, Dicker. Teilen holst du raus. Ja. Ist aber nicht. Kein Bock mit dir zu spielen, zumindest nicht mit Krallen und mit Kratzen und Beißen. Das brauchen wir nicht. So. Dann wird der PC mal gucken, wie er jetzt hier. Folder View-Liste. Hier zwei Pfeile nicht ausgewählt, 1 von 40. Genau. Benachrichtigt. Info. Rund 3. Sven nie Internetzugriff schaltet an. Gut, Dropbox muss noch ein bisschen. Ist ja kein Problem. Die Dropbox.
Carter spielt. Wie ihr hört, er spielt mit Spielzeug, jetzt mit der Maus. Jetzt geht er ab hier. War also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 279. Ja, die nächste Folge ist dann wahrscheinlich die 280. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.